Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich erzähle euch heute etwas über die Programmiersprache C#. Und ich möchte euch jetzt nicht minutenlang mit Theorie und langweiligen Fakten quälen. Ich habe mir gedacht, ich komme einfach gleich mal zur Sache und wir schreiben ein kleines Beispielprogramm. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr währenddessen ja sogar noch ein paar theoretische Dinge über die Programmiersprache auffassen. Ja, erstmal zum Programm, wo ich gerade bin. Ich benutze gerade Visual Studio. Das könnt ihr von Microsofts Webseite einfach gratis runterladen. Die Express Edition. Die kostet nichts und ist für die Standard Anwendungen eines C#-Programmierers, sage ich es mal, durchaus geeignet. Wir gehen gleich mal auf Datei, Neu und Projekt und erstellen damit ein neues Projekt und wollen eine Konsolenanwendung erstellen. Ja, wir nennen die Anwendung jetzt einfach mal Hello World und erstellen sie. Gut, wir sehen hier jetzt einen Codeblock, der von Visual Studio standardmäßig hergestellt wird, sage ich jetzt mal. Also bei jedem Projekt, was ihr erstellt, oder Konsolenprojekt, das ihr erstellt, wird dieser Codeblock am Anfang vorhanden sein. Gut, wenn ihr unser Java-Tutorial angesehen habt, dann wisst ihr vielleicht schon ungefähr, was dieses Ding macht, nämlich genau gar nichts. Für die, die es nicht gesehen haben, erkläre ich euch jetzt mal ein bisschen, was da so vorgeht. Also als erstes werden ein paar Dinge importiert, also zum Beispiel der System Namespace oder eben verschiedene Collections und Text und alles mögliche. Das heißt bei Java Import. In C# heißt es Using. Dann wird der Namespace angefangen, das heißt in Java Package. Bei uns heißt es Namespace. Dann kommt die Klasse, die heißt in beiden Programmiersprachen Class. Und dann auch schon die bekannte Static Void Main Methode. Das ist, wie der Name schon mehr oder weniger sagt, die Hauptmethode des Programms und die wird ausgeführt, wenn das Programm gestartet wird. Ja, dieses String Array Args interessieren uns momentan noch nicht und wird es auch in Zukunft nicht so sehr. Also ich werde es auf jeden Fall noch erklären, was es ist und wozu es benötigt wird, aber wir brauchen es momentan noch nicht. Ja, also um mal zu zeigen, was passiert, wenn wir das Programm starten, drücken wir da oben auf Starten. Es passiert nämlich, wie schon gesagt, genau nichts. Ja, deswegen, das können wir jetzt ändern, logischerweise. Wir gehen mal in diese Static Void Main Methode hinein und sagen dem Programm jetzt mal, was es zu tun hat. Nachdem das ein Hello World Programm ist, wollen wir logischerweise wie in jeder Programmiersprache und bei jedem Hello World Programm Hello World auf dem Bildschirm erscheinen lassen. Wir können das folgendermaßen bewerkstelligen, nämlich indem wir einfach Konsole.WriteLine, Klammer auf, und unter Anführungszeichen, also doppelten Anführungszeichen, unseren Text. Bei dieser Sache sind einige Dinge wichtig. Erstens die Groß- und Kleinschreibung. Zweitens die Klammern. Und die doppelten Anführungszeichen. Wenn man hier nämlich einfache Anführungszeichen machen würde, gibt die Fehlerliste einen Fehler aus, nämlich zu viele Zeichen im Zeichenliteral. Ist ganz schön umständlich formuliert, das heißt einfach, unter einfachen Anführungszeichen darf nur ein Buchstabe stehen. Also das würde gehen. Ja, also nur, das heißt dann Char, also Character. Das, ja, das ist ein Buchstabe grundsätzlich. Wenn man mehrere Buchstaben hintereinander darstellen will, heißt das Ganze String und ist unter doppelten Anführungszeichen geschrieben. Gut, nur mal so kurz am Rande ein Tipp.
wenn man CW und zweimal Tab eingibt, also die Tabulatortaste, dann kommt dieser Befehl automatisch. Das werde ich auch im Laufe des Tutorials immer tun. Ja. Wir können dieses Programm jetzt auch schon testen und starten, indem wir F5 drücken oder dort oben auf Starten. Vielleicht hat man es kurz gesehen, es steht im Fenster schon Hello World. Aber was uns noch auffällt, ist dasselbe Phänomen wie vorher. Das Fenster öffnet sich und geht gleich wieder zu. Was können wir dagegen tun? Also es gibt grundsätzlich zwei mir bekannte Methoden, wie man das verändern kann, also das verhindern kann, mehr oder weniger. Entweder man drückt beim Starten nicht F5, sondern STRG F5, also Steuerung F5. Dann kommt dasselbe Fenster. Wir sehen hier auch unsere Ausgabe Hello World. Und dahinter die Aufforderung, drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn wir dieser Aufforderung nachgehen und eine beliebige Taste drücken, geht das Fenster zu. Gut, das könnten wir jetzt natürlich bei jedem Start machen, STRG F5 drücken, damit dieses Fenster vorhanden bleibt und wir unsere Programmierkünste auch bewundern können. Das tun auch viele Programmierer, aber ich persönlich finde es ziemlich umständlich, jedes Mal so eine komplizierte Tastenkombination, also umständliche Tastenkombination eher, zu drücken. Und deswegen mache ich gerne Folgendes, nämlich am Ende des Programms einfach eine Eingabe des Benutzers zu fordern und diese, also mit dieser nichts zu machen, also einfach zu warten, bis der Benutzer Enter drückt. Das geht mit dem Befehl Konsole.readline. Klammer auf, Klammer zu, also wir übergeben keine Parameter. Ja. Wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir wieder, es steht da Hello World. Und dann wird dieses Konsole.readline ausgeführt und wir sollen ihm etwas eingeben. Wir können ihm jetzt was eingeben. Es passiert nichts, erst wenn wir Enter drücken. Wir können aber auch gar nichts eingeben und Enter drücken, dann geht es genauso das Fenster wieder zu. Mit diesem Konsole.readline werden wir uns dann im nächsten Teil des Tutorials, also Input, noch genauer beschäftigen. Ja, und ich denke auch, das war's erstmal schon vom Hello World Programm. Ihr werdet dann in nächster Zeit noch hören, wie gesagt, schon Input und Variablen. Ja, bis dann, noch auf Wiedersehen.